Von der Firma Gneuss und Dr. Gneuss hat sich Zeit genommen, um sich über diese wunderbare Maschine zu unterhalten, über den Jump. Das ist das Highlight auf dem diesjährigen Car. Was genau kann Jump? Jump kann die Viskosität der Schmelze in sehr, sehr kurzer Zeit nach oben bringen, quasi sprunghaft, daher auch der Name Jump. Und wie sind Sie darauf gekommen, so eine Maschine herzustellen? Ist es aus Entwicklung von der letzten Car oder wie kommt man dazu? Wir entwickeln das System jetzt eigentlich seit 5 Jahren. Also 5 Jahre haben wir jetzt dran gearbeitet. Basis ist schon der Gedanke unserer bewährten MRS-Technologie, wo wir ja auch schon die Viskosität einstellen können, allerdings nur in einem sehr begrenzten Fenster. Und Elemente dieser Technologie haben wir jetzt verwendet und eben dieses Jump-System entwickelt, wo wir die Schmelze in der Flüssigphase, das heißt noch im heißen Zustand, so beaufschlagen können mit Vakuum, dass wir Viskositätsanstiege haben können, zum Beispiel Bottle Flakes innerhalb von weniger als einer Stunde von 0,8, die Schmelze dann auf 0,95 IV-Punkte zu bringen. Wie haben denn bislang die Besucher bei Ihnen am Stand darauf reagiert? Das kann man sicherlich jetzt schon sagen, obwohl es ja erst der zweite Tag der Messe ist, das System kommt sehr, sehr gut an. Das größte Problem ist eigentlich eher den Besuchern oder den interessierten Kunden zu erklären, dass es wirklich funktioniert. Da kommt dann auch schon ein bisschen Skeptik auf, weil man einfach denkt, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Ist aber nicht. Sondern wir haben auch in unserem Technikum entsprechende Anlage im Produktionsmaßstab, nicht in einem kleinen Maßstab und können das jederzeit auch vorführen und werden das auch machen, haben eigentlich jetzt schon bis Ende des Jahres ein ausgebuchtes Technikum. Das ist natürlich großartig, dass die Reaktion so positiv ist auf den Jump. Wie ist es denn mit den anderen Maschinen, die Sie präsentieren? Ja, ganz allgemein haben wir wirklich eine sehr, sehr positive Resonanz. Hatten wir auf den vergangenen KMSen allerdings auch schon, ist also so gesehen nicht ganz neu für uns. Wir haben eine ganze Menge entwickelt, eine ganze Menge neue Sachen gemacht und wir sind auch froh, dass das gut ankommt. Das ist natürlich für uns auch schön, eine schöne Bestätigung, wenn man dann von den Kunden auch ein Feedback bekommt, was entsprechend positiv ist. Warum ist es denn sonst wichtig, hier als Aussteller auf der Car zu präsentieren? Es ist die größte Kunststoffmesse immer noch und es ist eine der wenigen Messen, wo wirklich Maschinen gezeigt werden. Das muss man sagen. Man hat es auf der letzten NPI ja schon ein bisschen gehabt, The Return of the Machineries, wo man auch schon gesagt hat, Mensch, ist doch schön, mal wieder eine Maschine zu sehen. Aber so viele Maschinen wie hier und so viel wirklich neue technische Innovationen, wie es hier auf der K-Messe gibt, gibt es auch sonst nirgendwo. Das muss man klar sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier auf der K. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Mal, wenn noch mehr Highlights präsentiert werden. Dankeschön. Sehr gerne.